ziehe... Oh, dies ist keiner der besagten Nachkommen. Nur ein Unruhestifter, der für Aufruhr sorgen will. Okay, es hört sich ein bisschen an wie eine Alarmanlage, aber... Willkommen zurück zu Pokémon-Legenden Arceus, hier in der Hisui-Region. So, wir sind jetzt in der letzten Folge über die Brücke und werden jetzt zur Geweihanhöhe weiterlaufen. Oh, und die Musik wird sich schon, verändert sich schon leicht. Wir wollen aber hier auch noch ein paar Ressourcen einsammeln. Haben wir hier vielleicht auch noch einen, auch noch ein paar Bären, die wir dementsprechend mit einsammeln können. Es ist ja, es ist genauso wichtig, hier dementsprechend alles einzusammeln, abzugrasen und, wie auch bei Breath of the Wild. So. Jawohl. Pokéball wollen wir werfen. Facecam ist aber hier auf der Seite definitiv die bessere Wahl. Okay. Driftlon wurde gefangen. Und wir müssen natürlich weiter so ein bisschen beobachten, dass wir unsere Pokédex-Aufgaben auch so gut es geht erfüllen. Ey, schön. Schön. Was wären denn hier noch unsere Aufgaben? Exemplare gefangen. Haben wir eins gefangen, ohne entdeckt zu werden. Zwei Exemplare besiegt. Exemplare entwickelt. Okay. So, also die roten Aufgaben, beziehungsweise dass die Aufgaben mit den Pfeilen, sind eben die Aufgaben, die wir scheinbar erfüllen müssen, die uns dementsprechend zwei Ränge bringen. Wenn wir das dementsprechend erfüllen, die andere ergeben uns nur einen Rang. Oh nein, sie purze! Sauber. Nein! Okay. Was haben wir da hinten? Da hinten ist auch noch ein Zipurz. Okay. Ah. Man schweift einfach viel zu viel ab irgendwie, ne? Also, man kann sich gar nicht so auf die Aufgaben konzentrieren. Wir gehen einfach mal weiter. Zipurze guckt uns an. Wir haben jetzt hier noch Fittlauch. So. Ah, oh, welches Pokémon hat uns denn gesehen? Von wem werden wir angegriffen? Ah, von Driftlon. Von Driftlon, okay, dann wollen wir mal gucken. Da können wir ruhig Biss einsetzen. Jawohl. Und das Ganze nochmal. Sauber. Wir haben eine Schutzblume bekommen. Exemplare besiegt 3 von 3. Sehr schön. Okay, dann lasst uns mal mit ihm sprechen. Du kommst mir gerade recht. Ich brauche anderen Bären. Du weißt schon, diese roten glänzenden Bären. Sie wachsen zwar an den Bärenbäumen hier in der Gegend, aber es gibt da ein kleines Problem. Ich habe kein Pokémon, das mir dir beim Pflücken hilft. Und hier kommst du ins Spiel. Du wirfst einfach einen Ball, in dem sich ein Pokémon befindet, gegen einen Bärenbaum. Und schon pflückst du die Pokémon, pflücken die Pokémon die Bären für dich. Mhm. Okay, aber, rote Bären, das sind aber definitiv keine roten. Das sind Aprikoko-Bären. Rote Bären. Oh, was haben wir denn da? Da ist auch irgendwas, was ich bisher... Ach, das sind diese... Das ist diese Vitalknospe, genau. Hier ist weit und breit mal noch nichts anderes zu sehen. Aber diese anderen Bären bekommen wir bestimmt zu einem späteren... Zeitpunkt auch nochmal. Neues Pokémon, ein Kleinstein. Was haben wir denn da noch?
Das können wir doch aus dem Hinterhalt hier angreifen, beziehungsweise den Ball werfen. Okay, das war's. Okay. Auch Level 9 bereits. Okay. Wir müssen hier einmal austauschen. Jawohl. Und Staralili einwechseln. Sehr gut. Ah, doch, die Facecam. Es ist noch ein bisschen gequetscht. In der nächsten Folge passe ich das noch ein bisschen an, aber ist auf der Seite wesentlich besser, ja. Na komm. Und das fangen wir uns. Das fangen wir uns. Reicht das schon? Ist es geschwächt genug? Ja. Kleinstein wurde gefangen. Perfekt. Und wir haben einen Glanzstein bekommen. Sehr schön. Schwere Exemplare gefangen. Okay. Interessant. Es hat uns zwar gesehen, aber... Nein! Okay. Wir müssen nochmal kämpfen. Sag mal, hat Bidisa eigentlich mittlerweile... Nee, bis Tackle... Wir müssten jetzt auch gleich mal unser Team so ein bisschen anpassen. Ist nicht sehr effektiv. Ja, ist egal. Und ein Pokéball wird geworfen. Müsste man nach einem richtigen Wasser-Pokémon irgendwie noch Ausschau halten. Okay. Ich glaube, wir wurden nicht gesehen, richtig? Sehr gut. Und? Ah nein, es ist... Es hat uns aber noch nicht gesehen. Jetzt aber. Aus dem Hinterhalt. Eingefangen. Ja, sehr gut. Fittlauch. Haben wir mit dabei. Was haben wir hier? Schwarzglanzstein. Ah, da kriegen wir Schwerbälle mit. Da kriegen wir... Richtig? Da können wir Schwerbälle mitmachen. Ups. Herstellen. Ja. Fünf Stück. Dieser schwere Ball kann nicht weit fliegen. Dafür ist die Erfolgsquote hoch, wenn er ein unaufmerksames Pokémon trifft. Sehr cool. Wir können aber noch weitere... Eine. Wir brauchen noch ein paar Beeren. Ein Zubat. Okay, jetzt wird's aber langsam. Jetzt wird's hier langsam. Und? Sauber. Und das andere auch gefangen. Okay, das finde ich cool. Das finde ich sehr cool. Okay. Dann gucken wir, dass wir... Oh, da oben ist irgendwas. Komm, geh hoch. Irgendwas ist da unter dem Stein. So, hol uns die Beeren vom Baum. Bidisa, genau, perfekt. Komm, was ist da? Oh, ein Kleinstein. Ein aufgeschrecktes Kleinstein stürzt sich auf dich.
Alles klar. Ah ja, ja, das geht schon, das geht schon, das geht schon. Waldseiten wir nehmen müssen. Sauber. Ich muss... Wir brauchen ein besseres Wasser-Pokémon. Oder Bidisa müsste mal langsam ein bisschen mehr gelevelt werden. So. Wow, okay. Ach Quatsch, nein, nein. Jawohl. Wir setzen Blut ein. Ich weiß, es ist nicht sehr effektiv, aber was soll ich denn machen? Ich habe eigentlich nicht viel mehr. Mega. So. Und nochmal Blut hinterher. Und was lässt du fallen? Ein Glanzstein. Sehr cool. Oh, da oben ist auch noch was in dem Baum. Oh mein Gott. Lass uns schnell hinlaufen. Wir kommen nicht dazu, unsere Aufgaben zu erledigen. Ich sehe es schon kommen. Moment. Ach, Quatsch. So. Nein, nicht. Nicht abhauen. Oh, Panflam. Mega cool. Nein, es ist geflohen. Oh, das hätten wir besser anstellen müssen mit Schwerball. Da hinten ist ein Damierplex. Wow, okay, das ist mega cool gemacht. Mega cool. Und Burmi. Oh mein Gott, so viele neue Pokémon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Im Pokémon Strahlender Diamant immer nur dieselben gekriegt irgendwie. Okay. Auf geht's. Oh nein. Oh, okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so effektiv ist. Nein. Okay, egal. Wir kriegen nochmal einen Burmi bestimmt. Oh, da. Wir schleichen uns an. Probieren wir es mal mit einem Schwerball. Schleichen uns an, wir schleichen uns dran, wir schleichen uns ran und BAM! Voll ins Gesicht. Und? Nein! Oh, schade. Oh! Ach, die können wir nicht so weit werfen. Ich hatte jetzt gerade nur nicht signalisiert, dass dieses Geräusch einfach... Alter, also vom Geräusch her erkennt man, wie schwer die Bälle dann sind für einen Schwerball, was auch irgendwie logisch erscheint, aber ist egal. Okay, was haben wir da unten noch? Oh, ich schweife schon wieder ab, wir müssen zurück, Oh Gott, man hat irgendwie so voll den Anreiz für Erkundungen. Nehmen wir das jetzt gerade noch mit. Vielleicht klappt es ja auch mit einem normalen Pokéball. Gucken wir einfach mal. Weiß nicht, sonst würden wir einfach mal probieren, das im Kampf dementsprechend zu schwächen und dann zu fangen. Damiplex ist wachsam. Es ist geflohen. Oh, wirklich. Das ist aber blöd. Okay. Da ist auch wieder... Greifen die sich auch gegenseitig an? Nö. Ei. Okay, lass uns hier mal hochgehen. Oh, wir rutschen ab. Wir rutschen ab, wir können hier nicht hoch. Na komm, du schaffst das. Wenn du das willst, schaffst du das.
Vielleicht stelle ich mich ja hier jetzt ein bisschen besser an. Okay, ein Burmi. Nehmen wir diesmal nur den Ruckzuck-Hieb. Ja, wenn ich jetzt nochmal drauf gehe, dann nicht, dass es hinterher ein Volltreffer wird oder so. Sauber. Jawohl, cool. Burmi wurde gefangen. Sehr schön. Burmi neu im Team. So. Okay, Starre Lili. Noch nicht berichtete Aufgaben. 2 Stück. Registrierte Formen. So. Okay. Aus dem Hinterhalt. Sehr gut. Oh, wer hat mich denn hier anvisiert? Okay. Auf in den Kampf. Ja, es ist nur Level 8. Wir müssen... Nach der Mission müssen wir das Team unbedingt umbauen. Unbedingt. So, und... Wir werfen einen weiteren Pokéball. Kleinstein wurde gefangen, perfekt. Okay. Eins ist von Ruckzuck-Hieb gesehen, 2 weitere. Okay, sehr schön. Also auch so können wir die Ziele verfolgen. Wir müssen es nicht im Kampf sehen, es reicht auch, wenn wir unser Team dementsprechend aufbauen und es dann sehen. Okay, jetzt ist die Frage. Ich peppel gerade mal mein Team noch ein bisschen auf. Genau, Erscheinungs auch. Bidisa habe ich eigentlich so an sich genug. Favorit. Können wir aber den Pokémon selbst nicht geben, richtig? Okay. Honig. Der Bernsteinfarben funkelnd. Feen sowie insektenähnliche Pokémon lieben ihn besonders und lassen sich anlocken, wenn er ihnen zugeworfen wird. Damit... Ach, ist das wirklich so? Können wir damit auch... Ach, wir können damit auch dementsprechend arbeiten mit den ganzen Bären. Lassen sich also auch werfen. Habe ich irgendwie... Cool. Lassen sich demnach dann auch mit in den Kampf einbinden. Haben wir keinen Sturzschaden? Yeah. Oh. Oh, doch. Oh, wir warten einen Moment. Ah, uns geht's schon wieder wesentlich besser. Okay, los geht's. Oh, sieh einer an. Ist das nicht euer Professor? Mhm. Puh, ich dachte schon, ich käme zu spät. Als Pokémon-Professor konnte ich es mir einfach nicht entgehen lassen, dieses Elite-Pokémon mit eigenen Augen zu sehen. Das ist wohl wirklich Teil ihrer Arbeit. Gut, solange sie uns nicht in die Quere kommen, habe ich nichts dagegen. Die Geweihanhöhe. Hier bringen wir den Nachkommen des Pokémon, dem einst der Segen des ehrwürdigen Sinnoh zuteile wurde, unsere Gaben dar. Ziehe... Oh, dies ist keiner der besagten Nachkommen. Nur ein Unruhestifter, der für Aufruhr sorgen will. Okay, es hört sich ein bisschen an wie eine Alarmanlage, aber gut. Bela, vertreibe es von diesem geweihten Ort. Ich heile vorher noch schnell deine Pokémon. Ist ja nicht so, als hätte ich sie eben schon geheilt. My word. Dieses Pokémon ist ja riesig. Kein Wunder, dass Elite-Pokémon überall gefürchtet werden.
Ganz richtig, Elite-Pokémon sind riesige und unheimlich starke Pokémon. Außerdem verfügen sie über besondere Attacken, die sie umso gefährlicher machen. Halte dich nicht zurück, begegne ihm mit deiner vollen Stärke. Sei vorsichtig, Bela. Durch seine immense Größe ist es schon gefährlich genug. Aber mit Sicherheit verfügt dieses Pokémon obendrein über gewaltige Stärke und Ausdauer. Wenn du gegen es kämpfen willst, sollst du die richtigen Pokémon dabei haben und ihnen seine starke Attacken beibringen. Pokémon, deren Augen rot leuchten, nennt man Elite-Pokémon. Sie sind größer als normale Pokémon und verfügen über ungewöhnliche Attacken. Offenbar ist es ziemlich schwierig, sie zu fangen. Okay. Okay, dann, dann mal los. Wow. Alles klar. Drücke während des Kampfes den Y-Knopf, um die Zugreihenfolge der Pokémon zu überprüfen. Ist die Initiative eines Pokémon ausreichend hoch, kann es sogar mehrmals hintereinander zum Zug kommen. Bestimmte Attacken und Items können die Zugreihenfolge etwa ebenfalls beeinflussen. Okay. Oh! Oh Gott. Nein! Wie kann das sein, dass... Oh Gott, warum ist das denn so heftig? Immer starre Lilly. Das ist aber übel. Jawohl. Windstoß als Krafttechnik. Los geht's. Wow, sauber. Zierpeise besiegt. Ich wollte das jetzt nicht fangen. Es hieß ja, besiege das Pokémon, nicht fange es. Einfach unglaublich zu sehen, wie jemand ein Elite-Pokémon im Kampf bezwingt. Wie der Held aus den Legenden. Überlass mir kurz deine Pokémon, damit ich sie heilen kann. Oh oh. Was in aller Welt? Damitier. Damitier. Oh, was will es denn von uns? Es guckt uns an. Nur uns. Es sieht dich mit solcher Güte an. Dafür solltest du dankbar sein, Bela. Sieht aus, als hätte Damitier dich ins Herz geschlossen, du Glückspilz. Hin und wieder kommt es vor, dass Damitier Menschen auf sich reiten lässt, während es durch die Hisui-Region galoppiert. Wir sind ihm dafür zu Dank verpflichtet. Faszinierend. Dieses Damitier lässt Menschen auf seinem Rücken reiten. Ganz so wie die Reit-Pokémon aus Alola. Woher kennt er Alola? Professor Laven. Bela. Lumia. Ich bin auf Befehl von Kommandantin Celestis hier. Sie meint, sobald Bela seinen Auftrag erfüllt hat, könnten wir hier ein Basislager errichten. Diam und der Expeditionsleiter werden sich aus gutem Grund dafür entschieden haben, aber ist es wirklich eine weise Idee, noch mehr Basislager zu errichten? Hisui wurde vom ehrwürdigen Sinnoh als Lebensraum für die Pokémon erschaffen. Solange es eure Absicht ist, Seite an Seite mit ihnen zu leben, sollte es kein Problem sein, wenn ihr dieses Land nutzt. Außerdem scheint Damitier Bela wohlgesinnt zu sein. Jedenfalls, vielen Dank für das, was du heute getan hast. Ich werde dem Oberhaupt des Diamant-Clans davon berichten und dir später eine angemessene Belohnung zukommen lassen. Sehr schön. Wenn wir Seite an Seite mit den Pokémon leben wollen, dürfen wir sie nicht fürchten. Wir müssen sie besser verstehen und dafür brauchen wir einen vollständigen Pokédex. Wenn der Bautrupp hier eintrifft, werden sie sich um die Errichtung des Basislagers kümmern.
Aber ich glaube, sie sind angekommen. Okay. Oh, da hört man schon das Zirpeise wieder. Das Basislager auf der Geweihanhöhe ist fertig. Wie wäre es, wenn wir ihm den Namen Anhöhenbasis geben? Wenn du Jubeldorf verlässt und als Ziel die Anhöhenbasis anwählst, kannst du deine Erkundung ab jetzt von hier aus beginnen. Je mehr Basislager wir haben, desto leichter können wir forschen. Okay. Das war gute Arbeit. Treffen wir uns doch später bei der heißen Kost, ja? Sauber. Jo, ich hab voll viel gefangen. Okay, gefangene Pokémon 17. Über mindestens 10 Pokémon auf einmal Bericht erstattet, erledigt. Gefangene Pokémon-Arten 9. Zum ersten Mal gefangene Pokémon 6 und durch Überraschungsmanöver gefangene Pokémon 4. Ergibt 4158 Pokédollar. Wir haben also wieder ordentlich Geld kassiert. Okay. So, und das ist jetzt dementsprechend dann, das ist dann vollständig. Und jetzt haben wir die Häkchen, die wir dementsprechend noch weiter füllen können. Also eigentlich, so ganz verstehe ich das System hier noch nicht, aber gut. Neu registrierte und aktualisierte Pokémon, 9. Bis zum nächsten Rang ist es noch ein bisschen, aber ich denke, wir kehren jetzt zum Jubeldorf zurück und werden es uns schmecken lassen. Ich nehme wieder die üblichen Kartoffelmochi, Mubeshi. 3 Portionen, du weißt ja Bescheid. Oh, lecker. Habt ihr von diesem Axantor gehört, das in Rage sein soll? Einige unserer Leute wollen die Lage heute Morgen genauer unter die Lupe nehmen und wurden von ihm angegriffen. Der Sanitätstrupp hat nun alle Hände voll zu tun, damit sie wieder zusammenzuflicken. Du redest von dem Axantor, das von einem heftigen Blitzeinschlag erwischt wurde und sich seitdem seltsam verhält, oder? Mir sind ein paar Berichte zu Ohren gekommen. Nur für solche Fälle ist unser Forschungstrupp sofort zur Stelle. Natürlich ist es gefährlich, unbekannter Pokémon auf die Spur zu gehen, aber wir haben ja Bela an unserer Seite. Aber die Stärke dieses Axantors soll die eines Elite-Pokémon bei weitem übertreffen. Als Forschungstrupp ist es unsere Aufgabe herauszufinden, wie stark es wirklich ist. Und um dem nachzugehen, müssen wir körperlich und geistig absolut fit sein. Darum brauchen wir eine ordentliche Mütze Schlaf, würde ich sagen. Schnell gegessen und dann direkt ab ins Bett. Am nächsten Tag und damit einfach werden wir diese Folge beenden und in der nächsten Folge genau hier an dieser Position starten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen und sage bis zur nächsten Folge von Pokémon Legenden Arceus.